Sehr cool. Ja, hi und willkommen zu dieser etwas kurzfristig zusammen improvisierten chaotischen Viertelstunde. Ich wollte euch heute was über Snake Make erzählen. Erstmal habe ich hier zwei Content Warnings. Es geht kurz um Biologie, also keine Angst. Und es kommt vielleicht Erwähnungen von Conda vor. Das möchte ich euch auch noch gewarnt haben. So, ganz kurz nochmal, um hier ein bisschen was zu Biologie sagen. Ist auch nur wichtig, damit ihr die nächste Folie versteht. Sonst braucht ihr diese Infos eigentlich gar nicht mehr. Es gibt DNA in Zellen, da ist irgendwie Information drauf. Das ist irgendwie so Base4, ne? Da habt ihr diese A, G, T, C-Symbole. Und das nutzt ihr eigentlich nur, um RNA und Proteine zu bauen in Zellen. Und wenn ihr diese DNAs und RNAs lest, dann nennt ihr das Sequenzieren. Das sind die paar Infos, die ihr hier rausnehmen müsst. Ja, also DNA in Zellen. Ist Information drin, ihr könnt es sequenzieren, das ist eigentlich nur das Ablesen. Jetzt könnt ihr so mit folgender Problemstellung so konfrontiert sein, wenn ihr so im Forschungsalltag unterwegs seid, ne? Also ihr seid irgendwo in so einer Forschungsgruppe und da kommt jemand an und sequenziert irgendwelche RNA-Proben und ihr sollt die Daten auswerten. Und da kommt zum Beispiel vielleicht so eine Frage auf, ich habe jetzt meine RNA-Proben hier und ich möchte wissen, habe ich von dieser Sorte RNA irgendwie mehr oder weniger einer Probe? Und wie macht ihr das? Wenn ihr das so macht, dann könnt ihr euch erinnern, ja gut, ihr habt eure RNAs bekommen, dann müsst ihr die so aus technischen Gründen erstmal so ein bisschen Quatsch am einen Ende und am anderen Ende abschneiden. Das hat Gründe von Qualität, die sind dann meistens nicht ganz so gut. Dann kommt ihr an, schaut, wo passt das auf mein Referenzgenom drauf, das heißt alinieren, und schaut dann, habe ich von, was ist da eigentlich auf dem Referenzgenom gewesen, wo ich das drauf aliniert habe. Also ne, ihr nehmt eure RNA-Schnipsel, die ihr da irgendwo sequenziert habt, schaut, wo kam das her, und so beantwortet ihr diese Frage dann eigentlich. So, was für RNAs haben wir in dieser Probe gehabt? Und diese Proben könnten ja was auch immer sein. Ne? Vielleicht ist es irgendwie so Zellsuppe gewesen, die jemanden interessiert hat, oder Rachenabstriche von Covid-Patienten. Und dann möchtet ihr es vielleicht ja noch plotten. Und dann denkt ihr euch, ja cool, sehr einfach, ich mache das einfach ein kleines Skript da draus und das wertet das für mich aus. Damit ist die Sache aber selten gegessen, weil leider passieren dann noch mehr so Dinge im Labor. Die Leute packen irgendwie die großen Pipetten mit noch mehr Kanälen aus und die Platten mit noch mehr Löchern und wollen dann irgendwie komischerweise noch voll viel mehr von diesen Proben analysieren. Und irgendwie vielleicht noch anders, weil vielleicht kommen sie auf die Idee, ja, was wäre eigentlich mit einer anderen RNA, die könnte ja auch interessant sein. Und ja, genau, vielleicht möchten sie auch noch was ganz anderes zählen oder irgendwie haben ganz wilde Ideen davon, was sie tun möchten. Und deswegen braucht diese ganze Sache halt irgendwie noch ein bisschen so Flexibilität und irgendwie wird es dann langsam auch ein bisschen unübersichtlich für so ein kleines Skript. Und wie das genauso aussehen kann, ne? Hier eben nochmal der Ablauf für das eben. Ihr kriegt irgendwelche Sequenzen, ihr trimmt die, um so ein bisschen Quatsch von den Enden abzuschneiden, ihr aliniert die auf ein Referenzgenom, das ihr euch vorher runtergeladen habt, und quantifiziert das, um dann so irgendwelche Plots zu machen. Das ist ja der einfache Ablauf. Und dann kommen ja eure Laborleute nochmal an und sagen, ja, was wäre aber, wenn wir irgendwie noch was anderes im Genom hätten? Und dann habt ihr noch irgendwas anderes, was ihr irgendwie einkleben müsst. Und dann müsst ihr das alles nochmal laufen lassen. Aber die Schritte könnt ihr beibehalten. Das müsst ihr nicht neu machen. Und dann habt ihr Plot B. Und dann kommen sie an und sagen, ja, aber was wäre, wenn da noch und dies? Und dann macht ihr Plot C und dann irgendwie noch mehr. Und Plot D und E und das wächst immer weiter. Und dann werdet ihr irgendwann wahnsinnig und das passt nicht mehr in euer kleines Skript. Das ist exakt, was Snake Make lösen möchte. Diese Sorte von Arbeit, von ihr habt die dumme Workflows, das ist, was Snake Make macht. Und wie macht Snake Make das? Snake Make arbeitet mit so Regeln, das ist ein bisschen analog wie bei diesen GNU-Makes, die ihr vielleicht irgendwie beim C-Kompilieren irgendwie genutzt habt. Da habt ihr euren Prozess hier, Sequenzen, trimmen, wird getrimmt. Übersetzt sie hier in so einen kleinen Syntax, das ist alles sehr ein bisschen Python-inspiriert, nicht ganz. Das hat einen Namen, da ist irgendwie ein Input, das ist irgendwie so eine Datei, die ihr habt, und dann ist so ein Output und dann ist da eine andere Datei. Und das ist ein Pfad und dann habt ihr irgendwelche so Wildcards drin, die gibt ihr so mit so Squigglies an. Ich habe gerade vergessen, wie die auf gescheit heißen. Das versteht halt, dass ID hier das gleiche ist. Also das ist, was das Tool hier rausfinden muss. Und am Ende habt ihr ein kleines Shell-Skript angegeben. In dem Fall einfach nur Trimgalore, das nimmt dann hier es hat ein paar spezielle Variablen, die es hier selber in den Format-Strings benutzen darf. Das ist zum einen diese Wildcards, das bezieht sich einfach nur auf den Wert, der hier drin ist, und dann halt die Inputs können auch mit dem Namen, der hier bekommt, der ist optional benannt werden. Genau, und hier nochmal kurz als Erklärung. Genau, ihr habt die Input in diese Regel, das sind halt 0 bis unendlich viele Dateien, wie viel auch mal ihr Lust habt. Output genauso.
Bei Shell könnt ihr so einen Shell-Command reinhängen. Ist auch eine lustige Sache, ist, glaube ich, dass meisten Leute, die SnakeMake das erste Mal kennen, kennen es, weil sie googeln irgendwie, wie parallelisieren Python und dann finden sie irgendwie SnakeMake. Deswegen gibt es hier auch ein Threads-Ding, weil das halt natürlich, wenn es jetzt sieht, oh, eure Regeln können tatsächlich parallel ablaufen, da ist keine Abhängigkeit, dann kann es die natürlich auch parallel ausführen. Dann gibt es hier aber auch noch ein paar spezielle Sachen, die ihr statt Shell nutzen könnt. Das ist zum Beispiel Run, da könnt ihr direkt einfach Python-Code reinkleben. Und Script, das ist so ein bisschen SnakeMake-spezifischer. Ja, das sind so SnakeMake-Skripte am Ende. Da habt ihr, das kann in drei Sprachen, soweit ich mich erinnere, ablaufen: in Julia, R und in Python. Da bekommt ihr einfach ein Objekt in euren Namespace gehangen, wo diese ganzen Wildcards, Input- und Output-Sachen drin stehen. Und das macht es ein bisschen einfacher für Scripting hier drin, aber ja, ist manchmal vielleicht ganz hilfreich. Und dann könnt ihr das mit den anderen Regeln auch noch machen. Hier zum Beispiel noch mit dem Alignieren, ne? Ihr bekommt euren Input. Hier irgendeine Datei und in dem Fall merkt ihr, wir haben tatsächlich zwei Inputs und das ist wohl meiner Ansicht nach und ihr könnt auch sogar mehrere Outputs haben und das ist dann, wo das meistens halt deutlich sinnvoller wird, als das irgendwie mit so einem alten Make zu machen, weil das wäre theoretisch auch möglich, wenn eure Sachen halt nicht auseinandergehen irgendwann, hatte ich gemerkt. Genau, und das hier würde ich mir auf vier Threads ausführen und dann ist hier wieder irgend so ein Shell-Voodoo, um das auszuführen. Genau. Und hier diese Variable ist natürlich jetzt irgendwo im globalen Scope definiert, aber das ist dann, kommen wir gleich, glaube ich, noch zu. Ja, wenn ihr das jetzt alles in euer SnakeMake-File oder das heißt dann Snake-File geschrieben habt, dann könnt ihr hier das einfach ausführen, indem ihr halt irgendwie so sagt, minus J-All ist seit ein paar Jahren immer notwendig, weil genug Leute das gefunden haben, weil sie halt irgendwie parallelisiertes Python wollten und sich dann darüber aufgeregt haben, dass es bei Default nur eine Execution auf einmal erlaubt hat und dann so ganz viele Issues aufgemacht haben, aufgegeben hat, dass die Entwickler so genervt waren, dass sie gesagt haben, dieses J ist jetzt absolut verpflichtend. Das sagt nur, wie viele Threads ihr haben wollt, also ob ihr 28, 0 oder halt alle möglichen haben wollt. Und dann könnt ihr angeben, ich hätte gerne dieses Spam-File, das ist die alignierten Outputs und es produziert es euch. Aber es wäre ein bisschen langweilig, wenn ihr die alle angebt, deswegen könnt ihr hier oben, weil SnakeMake halt wieder so ein bisschen Python ist, könnt ihr oben einfach Python-Code reinschreiben. Also mit Import Pandas, ne? Und dann könnt ihr aus dem CSV zum Beispiel eure IDs rauslesen, die ihr dann in einer anderen Regel als Input benutzt, dass es dann versteht, das muss ich bauen. So. Genau, was ich auch meinte mit Python, das eben mit dem Run, da könnt ihr auch wirklich Python-Code einfach reinschreiben, da kommt es an, so, ja, nö, das hier ist jetzt einfach gelesen aus dem da, dann hier irgendwie Pandas-Magie und das bitte nicht zu lange anschauen, das ist echt grässlich und ich wünschte, das sehen nicht so aus, aber das sieht so aus, weil das ist alt. Habe ich einfach nur bei mir nochmal nachgeschaut, was für so SnakeMake-Sachen, die ich interessant hatte, irgendwo mal gesehen habe in den letzten 4 Jahren. Das ist eine davon gewesen, glaube ich. Genau, und das Ganze ist natürlich irgendwie so ein lustiger Graph, weil ihr habt hier die ganzen Abhängigkeiten, ne? Pfeil 1, Pfeil 2, Kanten und so. Ihr könnt SnakeMake auch sagen, mal mir das mal bitte, das produziert euch so ein Graph-Viz-File am Ende, das könnt ihr natürlich auch dadurch pipen, um SVG zu bekommen und dann malt es euch das hier auf für dieses Beispiel halt. Also in dem Fall nur für drei Dateien, weil beispielhaft. Und hier habe ich noch ein paar extra Regeln eingefügt, damit das gleich ausführbar ist. Genau. Genau, hier als konkretes Beispiel, das könnten wir mal vielleicht noch größer machen, habe ich einfach mal so ein SnakeMake-File für dieses Projekt hier. Das ist, glaube ich, eigentlich exakt das gleiche, was ich gerade auch schon gezeigt habe. Genau, wir haben hier irgendwie oben unseren Python-Quatsch, um rauszufinden, was wir eigentlich wollen. Das geht auch anders in SnakeMake, das muss nicht so passieren. Ich habe mir das leider nur so angewohnt, weil ich das irgendwann angefangen habe und dann nicht besser gemacht habe. Genau, und dann haben wir hier so ein paar Sachen definiert, wie zum Beispiel, dass ich hier irgendwie so ein Genom haben möchte aus dem Internet und ja, irgendwie eine Regel gemacht, um diese Sequenzen auch erstmal zu bekommen. Das seht ihr, hat keinen Input, braucht es ja auch nicht. Dann habe ich hier was gemacht, um wirklich nur ein paar von den Sequenzen zu erhalten, weil die sind sonst sehr groß, das sind viele Gigabyte. Wenn ich das so ausführen würde, würde es ewig dauern. Und dann hier Trimming, eben der Schritt von vorhin. Und was hier auch noch dabei ist, ist jetzt tatsächlich, dass wir die Referenz aufbauen, weil dieser Aligner, der kann nicht nur dieses Format, das ihr aus dem Internet bekommt, nutzen, der muss seinen eigenen Index von dem Ding bauen, um Sachen tatsächlich draufzulegen. Und dafür hat es hier nochmal extra Regeln. Ich habe die leider nicht ausführen können und gucken können, ob die in der Demo funktionieren, weil das leider riesig ist und lange dauert und ich das viel zu kurzfristig gebaut habe. So, ja, aber am Ende hätten wir dann tatsächlich diese Map-Regel hier. Und ja, genau, was wir jetzt haben, müssen wir überlegen, genau, hier in der Dateistruktur ist hier irgendwie so, müssen wir einfach nochmal Tree ausführen. There you go. Da haben wir einfach diese FastQs, habe ich schon ein paar runtergeladen, weil das dauert auch ewig. Irgendwie so ein Workflow und zwei Umgebungen, weil das ist auch das, was SnakeMake macht, aber da komme ich gleich noch zu. Dann könnten wir jetzt einfach mal sagen, ich hätte gerne, ich muss leider ein bisschen schummeln, weil ich kann das alles nicht so gut lesen, was wir hier haben.
Und, okay, chill. Ja, genau, das gibt keinen Sinn, was ich gerade eingetippt habe. Du siehst ja auch gerade die schöne Fehlermeldung, die kommt, wenn ihr nicht angibt, wie viel Parallelismus ihr haben möchtet. Und ich glaube, ich hätte jetzt gerne, glaube ich, einfach nur, ich hoffe, es hieß so und ich bin mir nicht ganz dumm gerade damit. Nope, es hieß irgendwie anders, mein Verzeihnis. Ich glaube, ich habe es Driven genannt. Ah ja. Interesting. Das ist auch was übrigens Nerviges, wenn ihr so ein Tool häufiger nutzt, werdet ihr feststellen, ungefähr keine Software in der Bioinformatik ist dafür gedacht, dass ihr sowas macht, weil die alle irgendwie nicht so wirklich gut vorhersehbaren, da komme ich gleich zu, weil die nicht wirklich unbedingt so gut vorhersehbaren Output haben. Das kann zum Beispiel häufiger vorkommen, dass genau wie in diesem Fall bei Trim Galore ist das so, ihr gebt irgendwo einen Output an, den Input und Output. Das ist ja was von Snake Make und Trim Galore bekommt hier nur den Input und bekommt hier so einen Präfix für die Output-Files und denkt sich halt irgendwas aus. Und dann, wenn ihr dann hier die Regeln schreibt, müsst ihr halt wissen, dass es halt das da macht. Und das ist sehr nervig. Und das ist so lustige Gripes, die ihr dann damit kriegt. Genau, was hier schiefgelaufen ist, ist, das Ding kennt Trimgalore nicht. Das liegt daran, dass ich hier was angegeben habe, nämlich, dass es eine Conda-Umgebung nutzen soll. Und die ist hier einfach mit diesem YAML-File angegeben. Lustigerweise macht das aber nicht per Default. Ich weiß auch nicht, warum. Wenn wir hier -useConda angeben, dann müsste das, glaube ich, funktionieren, weil es dann diese Conda-Umgebung auch tatsächlich nutzt und das Ding trimmt. Und dann sehen wir, dass wir, glaube ich, die Datei bekommen haben, wenn ich Tree tippen kann. Ja, und ich glaube, ich habe bei All auch was eingetippt, dass das tatsächlich alle restlichen noch bauen sollte. Und wenn ich jetzt Ctrl-V häufig tippe, there you go, dann kriegen wir ganz viele Executions und das führt jetzt irgendwie alles parallel aus. Und das sind sehr kurze gewesen, deswegen hat das jetzt nicht lange gedauert, aber mehr würde ich meinem Laptop, glaube ich, auch nicht antun wollen. Ja, also das ist so von der praktischen Seite her. Hier. Genau, also in dem Fall hier wirklich nur, wir laden die Dinger runter, haben ein paar Sachen rausgepickt, das getrimmt, wollten das hier drauf werfen, aber ich habe das da halt leider noch nicht zum Laufen bekommen bei dieser Demo. Sonst ist es eigentlich ein sehr normales Ding, frisst halt Zeit. Das Ding kann noch ein paar andere Kleinigkeiten, die meiner Ansicht nach ganz interessant sind. Und das eine ist, ihr könnt das auf Clustern ausführen. Also wenn ihr da so einen Cluster-Manager wie irgendwie LSF habt, gibt es Profile für im Internet, könnt ihr nutzen. Ist sehr hilfreich, weil sonst wäre diese Software, glaube ich, nicht so groß befreundet mit Clustern, weil das sonst einfach ein bisschen arkan ist bei denen häufig. Und das kann auch mit Environment-Modules umgehen, die halt auch auf Clustern sehr geläufig sind, weil die ja natürlich irgendwie euch eure Software da geben, damit ihr nicht alle irgendwie die ganzen Netzwerkverzeichnisse zumüllt mit euren Kopien von allen Dingen. Und es kann auch Container-Execution, also wenn wir halt keine Lust auf Conda haben, weil Conda halt, dann können wir auch da, ich glaube, das ist im Endeffekt Singularity, was es nutzt, oder eigentlich heißt es ja Obtainer mittlerweile, und da könnt ihr auch angeben, ich hätte gerne den Container und dann wird es in dem Container ausgeführt statt anders. Und ja, genau, was ich meinte mit der Conda-Umgebung, das ist die Conda-Umgebung, was halt hier der große Vorteil ist, ihr könnt die einfach aus der Spezifikation angeben und das baut die und das ist reproduzierbar. Ihr könnt ihm auch sagen, ich hätte gerne diese Conda-Umgebung, die es auf meinem Computer gibt, das ist aber ein ziemlicher Albtraum und das solltet ihr vermeiden. Und am Ende könnt ihr diese Dateien, die werden auch teilweise sehr groß und riesig und da habt ihr teilweise irgendwie hunderte Regeln drin am Ende, das gibt dann auch Sinn, die irgendwann aufzuspalten und das unterstützt diese Sprache auch. Und was ich neulich rausgefunden habe, es gibt so ein bisschen eine Idee von Inheritance in SnakeMake, also Regeln können teilweise Sachen von anderen Regeln erben. Ich habe aber nicht ganz verstanden, wo das hilfreich war, weil in meinem spezifischen Use Case ich genau die Sachen erben wollte, die es halt nicht vererbt und das dann halt nicht wirklich geholfen hat in meinem Fall. Genau, und da habe ich hier noch zwei Links dazu, das eine ist ein Projektlink und die Dokumentation von dem Projekt, weil in der Dokumentation steht tatsächlich das meiste, was Leute dazu wissen müssen und da muss man sich irgendwann nochmal angewöhnen, da reinzugucken, statt zu googeln, weil das hilfreicher ist am Ende. Und SnakeMake ist auch nicht die einzige Software, die sowas macht, es gibt noch viel, viel andere. Ich glaube, da Nextflow oder so gibt es auch noch, aber das ganz Coole fand ich wirklich, dass SnakeMake sich sehr gut mit Python-Zeug integriert, das hatte mich immer ein bisschen gefreut, aber ich bin mittlerweile ein bisschen unzufrieden mit Python, weshalb es mir, glaube ich, auch egal ist und ich mir vielleicht bald Neues auf der anschaue. Aber ja, das war es dann von mir, glaube ich, auch sehr. Ob noch irgendwie Fragen dazu. Du hast vorhin gesagt, du kannst das Skript ausführen, wie zum Beispiel R und Julia und Co. Jetzt hat Julia ja ein gewisses Problem mit einer langen Startup-Zeit für Kompilierung und so. Macht das in der Magie, wie zum Beispiel Atom und BSC, das wiederfunden Julia-Prozess offen lässt und einfach sagt, füll mal die Datei aus?
Also. Hat er den Compile-Cache oder führt es jedes Mal einfach Julia minus Dateinamen aus und wartet die 3 Minuten, bis dann Plotz kommt, bla bla bla. Also die Frage war kurz, ob bei Julia das eben Julias Problem mit Vorkompilation oder Compilation-Zeit generell ist beim ersten Starten und ob die Software das irgendwie schlau löst. Die Software löst das kein bisschen schlau, sie führt einfach jedes Mal Julia aus. Wenn du sowas haben möchtest, musst du dir deine Sachen selber vorkompilen. Habe ich mal angedacht und ich glaube, eigentlich ist die Lösung, dass jemand ein Snake Makeover in Julia schreibt und für Julia und nicht mit Python. Und ich glaube, das ist eigentlich die Zukunft. Und das wäre eigentlich auch gerne ein Projekt, das ich vielleicht sehen möchte. Und ich war sogar so verlockt, dass ich überlegt habe, ob ich das nicht einfach selber bauen möchte, das Projekt. Aber ich habe einen Verdacht, das ist komplizierter, als ich denke. Aber ja, das wäre sehr schlau, wenn das irgendwie machen würde. Das macht es aber keinen Deut. Und wie mein Ansatz dazu war halt, umzugehen war, dass ich wirklich diese richtig langen Berechnungen, die halt 1000 Jahre brauchen, die habe ich alle halt in Julia geschrieben. Und dann halt, wenn es mir nur noch darum ging, dass ich irgendwie 3 Data Frames zusammenwerfe, habe ich das alles in Pandas gemacht, obwohl ich Pandas eigentlich nicht leiden kann. So, und das deutlich lieber in Julia machen würde, aber wird halt zu lang dauern. Ich glaube, Robert hat da auch noch was. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch Lazy Make. Das heißt, es wird auf zum Beispiel Timestamps schauen, um zu entscheiden, ob es etwas neu generieren muss oder nicht. Ja, die Frage war, ob das wie bei Make das auf Timestamps schaut, um so neu zu generieren. Ich glaube, es gibt in Snake Make tatsächlich mehrere Strategien, soweit ich mich erinnere. Das eine war, ich glaube, per Default arbeitet es mit Timestamps. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ich hatte mich nicht erinnert, dass du eben auch überreden kannst, dass es was anderes nutzen soll dafür. Und es hat anders als so die meiste Software hat es halt auch irgendwie so ein Arbeitsverzeichnis, in dem es sich irgendwie Sachen merkt. Ich habe noch nie genau geschaut, was da eigentlich drin ist und warum es sich das Zeug merkt. Und das Problem ist, wenn ihr das frühzeitig abbrecht, dann ist es manchmal unzufrieden und will, dass ihr irgendwie da aufräumt. Und das macht keinen Spaß, finde ich. Weil das sollte eigentlich wissen, dass das unvollständig ist und dann nicht euch anpöbeln, dass ihr irgendwas mit unvollständigen Dateien machen sollt. Aber ja. Wie baut es die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Pipeline-Steps auf? Also einfach über das Pattern-Matching der Input- und Output-Artefakte? Ja, einfach nur mit den Dateinamen, wirklich. Also wenn ich hier jetzt in meinem Beispiel diese Regel hier produziert hier irgendwas, was so ein Muster hat, und dann gibt es halt hier unten, ich glaube, wir haben der hier unten möchte ja irgendwas, was so ein Muster hat, und dann geht er halt hin, sieht, okay, welche Regel produziert das, findet raus, ah ja, du, und so weiter, bis er halt nicht mehr geht. Noch ein kleiner Zusatz ist mir gerade eingefallen, ihr könnt auch die Wildcards beschränken. Ich glaube, da könnt ihr per Default alles drin haben. Bin mir nicht genau sicher, ihr könnt da ein extra so Keyword noch angeben, dass es irgendeine Regex angeben, was da drin sein darf. Ist manchmal hilfreich. Weil manchmal diese Suchen bei dieser Software ein bisschen groß und kompliziert und langwierig und teilweise ambiguous werden. Und da ist auch, teilweise habe ich auch festgestellt, ist viel Snake-Make-Nutzen ist auch einfach vorher drüber nachdenken, was möchte ich hier eigentlich machen. Weil dann gerade solche Namensprobleme und Kollisionen mit sowas vermieden werden können. Kann man irgendwie so einen Dry Run machen, dass man mal Das gibt es auch. Ja, hier gibt es Snake Make Dry Run, glaube ich, wortwörtlich. Und dann sagt er nichts und dann löse ich das Problem, glaube ich, mal, indem ich meine Outputs wieder lösche. Und dann sagt das hier, das ist, was ich machen würde. Okay. Ja, das ist sehr hilfreich. Das ist sehr gut zu wissen, dass es das gibt, weil ja. Und ich glaube, das hat auch ein kurz. Es geht auch mit. Ich glaube, es geht auch mit minus n. Ja. Was bei dir? Ja, ich bin fertig. Ich glaube, es muss sich Dinge merken, weil es nicht weiß, wie viele Output-Dateien von einem Schritt erzeugt werden können. Ja, es gibt hier auch was meiner Ansicht nach ziemlich verbrecherisch sein kann, ist, dass es auch Software gibt, die Verzeichnisse generieren und nicht, also, oder es sehr schwer wird zu verstehen, was eigentlich die Dateien sind, die ihr da tracken möchtet. Deswegen gibt es hier bei denen, gibt es dieses Directory, das ihr um euren Namen wrappen könnt. Also, und das bekommt dann, versteht Snake Make, das ist ein ganzes Verzeichnis, wo die Dateien wahrscheinlich drin liegen. Das ist besser vermieden, weil das häufig irgendwie Sachen kaputt macht. Ich glaube, weil dann, also ne, wenn ich jetzt weiß, ich habe hier ein Verzeichnis, dann weiß ich ja nicht unbedingt, ist die Datei wirklich da drinne. Das heißt, das ist so ein bisschen so mehr ein Ratespiel dann eigentlich, ob das wirklich meine Abhängigkeit auflöst, oder? Ja. Sind ziemlich halt der alte Make.
Zeugnisschritt das Ding nochmal umbenennst. Das ist. Und hier hat ja aber SnakeMake keine Kontrolle über die Ausgabe. Müsstet ihr selber machen? Also, wenn so gut verhaltene, also so gute Skripts sind, wie das hier zum Beispiel, da gibt ihr explizit an, wo ihr das hinmachen könntet. Das heißt, wir könnten hier dann zum Beispiel jetzt irgendwie auch, ich glaube, das ist, oh fuck, Temp-File? Nee, wir möchten das vielleicht auch erstmal wohin machen. Ich bin jetzt sehr faul, sorry. Also ich glaube, ihr könntet da irgendwie sowas machen, das ist dann aber ein $T hier und dann einfach das Ding halt überschieben. Also das könnte was sein, was vielleicht je nach Nutzung Sinn gibt für sowas. Also SnakeMake selber hat, glaube ich, keine Kontrolle drüber. Ihr könnt natürlich die Kontrolle haben, wenn ihr das in Shell-Skript mitmacht. Und manchmal ist es vielleicht sogar sinnvoll, weil ich glaube, ich finde es nämlich ziemlich hässlich, dass dieses Tool immer unten Strich trimmed hinten dran hängt. Das gefällt mir gar nicht. Laut. Und das war eigentlich auch was ich gedacht habe, dass ich da irgendwann mal einfach nur einen Rename dranhängen möchte. Nochmal eine Frage zur Laufzeit. Checkt es dann, also gibt es irgendwie die Möglichkeit, irgendwie zu überprüfen, dass so ein paar Input-Bedingungen in den Pipelines nicht da sind? Weil ich meine, die Pipeline wird halt, die Abhängigkeiten werden vorher aufgebaut, dann wird es ausgeführt und dann merkst du halt, okay, es folgendes Schema, aber der Datei-Layout ist nicht erfüllt. Ja. Warning, weil meistens crasht die Pipeline tool. Das irgendwie expected. Kann sein, dass es da explizit, also die Sache für, ob es Checks gibt für Existenz von Dateien bei Ausführzeit im Endeffekt. Die Sache ist, es kann sein, dass es das gibt. Ich habe es bisher noch nicht gebraucht, weil tatsächlich, wenn irgendwas scheitert, ja, es meistens einfach genug ist, das weiter auszuführen, weil das halt ja dadurch, dass es halt einfach ein Teil der Dateien schon hat, zumindest die nicht mehr 1000 Rechenzeit kostet, sondern nur 500. Okay. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass es eventuell nicht existiert, weil da halt der Nutzen eigentlich nicht da ist bei so einem Tool. Okay. Außer du hast halt wirklich was 200 Stunden läuft und dann ist die Frage, ob du das eigentlich überhaupt da drin haben möchtest. Und ja, ich denke halt nur so, dass es ja quasi so irgendwas zwischen, okay, man baut jetzt eine eigene Software-Tool, was irgendwie eine Pipeline für sich herstellt und hast irgendwie eine Abstraktion über Steps. Und hier kannst du es halt nicht zusammenskripten, irgendwie relativ dynamisch. Aber manchmal möchte man ja schon irgendwie sicherstellen, dass irgendwelche Inputbedingungen erfüllt sind, ohne dass einfach das Skript, das ausgeführt wird, an einer random Stelle backcrasht. Und dann erstmal ein Skript, die Bugs, um rauszufinden, okay, irgendwelche Files gab es. Ja, die Files. Das sagt es dir aber tatsächlich. Also wenn es ausführt, dann sagt es nicht nur, oh, es ist gecrashed, sondern es sagt, es ist irgendwie. Ah, und ich glaube, wenn du tatsächlich hier Sachen angibst beim Output, da schaut es nach, dass das generiert wird. Ah, okay. Wenn ihr natürlich, wie zum Beispiel in dem Fall, ist es halt ein bisschen gefährlich eventuell, und wenn ihr nicht alle Outputs von dem Tool angibt und aber trotzdem auf die abhängig seid, dann ist es halt auch eventuell gefährlich. Aber genau, dieser Output-Check ist auch manchmal ein bisschen nervig, zum Beispiel auf wieder Clustern, weil Cluster eventuell ein bisschen mehr Latenz haben im Dateisystem. Und da gibt es auch wieder was ihr anpassen könnt, dass es länger wartet, bevor es checkt, ob es die Datei gibt. Also das macht es immerhin. Das heißt, ihr habt nicht so eine mysteriöse Fehlermeldung, sondern immerhin eine, wo drin steht, das hat die Datei nicht generiert. Und sagt, Ja. Gut, dann danke ich euch nochmal, dass ihr mir zugehört habt. Und